Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Against Shogun 2. Obwohl das gerade ein bisschen Koop-mäßig ist, aber das ist jetzt gerade mal egal. Da, das wollte ich nachgucken. Ja, im letzten Part haben wir, beziehungsweise in den letzten Part ist hier einiges passiert. Die Tageda sind so gut wie tot, die einst so mächtig waren. Und ja, der Cornelius ist natürlich auch da und macht gerade seine Züge. Genau, ich habe mir gerade immer die Stadt Higo hier geholt. Wisst ihr sicherlich, warum so? Aber das mal reparieren. Das hier auch. Oh, es ist teuer. Ja, was ich eigentlich wollte ich ja die Stadt mir holen, aber das haben die Satomi irgendwie geschafft mit einer kleinen Armee die Stadt zu erobern. Und die vielleicht haben sie bestochen. Das kann ich mir eigentlich nicht mehr, weil ich wollte mir eigentlich auch Izu holen und ja, ist jetzt ein bisschen fehlgeschlagen. Aber naja. Na gut. Shit happens. Wir haben immerhin die ehemalige Hauptstadt der Satomi und die ist ziemlich gut ausgebaut. So, was wollte ich machen? Dich hier wollte ich bauen. Und dich wollte ich rekrutieren. Und wo ist eigentlich mein Ninja? Der ist hier oben. Ja, machen wir mal. Ach, fehlgeschlagen. Ninja steigt einen Rang auf. Wurde mal langsam Zeit. Mit 36 Jahren. So, gehen wir zum Sabotage. Attentat bringt uns eigentlich eine Menge. Gucken wir mal den so. Was können wir hier für ein Gefolge nehmen? Ah, mach mal lieber so. Mach mal so. Das sieht gut aus. Kumusu-Verkleidung, gefällt mir. Oh, 4900 pro Runde, auch nicht schlecht. Gut, rekrutieren wir hier nochmal schnell zwei Handelsschiffe. Und hier schicken wir dich auch noch weiter. Da kommt los. Hast du nicht mal langsam alle Häfen voll? Nö, noch lange nicht. Ich habe noch einen Handelsposten, den muss ich noch voll machen. Der Rest ist voll. Meiner ist schon lange voll. Ja, so lange noch nicht, weil mein Hafen ja belagert worden ist. Ich plane mir bald noch den fünften zu holen. Mit Schlachtrössern. Dann habe ich noch einen, der schön viel Geld bringt. Vor allem, ich habe sowieso schon Schlachtrösser. Apropos Schlachtrösser, vielleicht können wir... Ne, mit Takeda können wir leider nicht handeln. Leute, habe ich gerade irgendwas was verpennt oder so? Weil wir kriegen auf einmal 200 Einkommen mehr. Ja, weil ich jetzt auch Handelsrösser importieren kann. Ach ja, oh, gut. Ne, das kann ich nicht machen. Ja, was kann ich machen? Das Buch fördern. Date? Nee. Auch nicht. Ich sehe schon kommen, den Krieg mit den Satomi sehe ich schon kommen, ganz ehrlich. Das boah, dauert nicht lange. Wie viel wollt ihr denn noch haben? Wenn ihr nicht wollt, dann kann ich es auf der anderen Seite anbieten. So. Boah. Was wollt ihr? Sprecht, wenn euch eure Zunge lieb ist. Der ist genauso wie bei anderen. Jetzt gekriegt. Ach, der was? Hatte noch einen über. Aha. Da ist eure Schmerzgrenze. Okay, arbeiten wir uns mal ein bisschen runter. Na, wenn knüpfst du gerade wieder Geld ab. Boah, das ist ja viel zu viel. Ich hätte mit den Hattori oder auch mit den Satomi gerade Handelsrechte aufkaufen können. Vier Einheiten. Ich will euch nicht zuhören. Einer, wenn ihr die nicht wollen. Geht's mit euch aus? Überhin. Wir könnten eine Einigung erreichen. Und redet schnell. Eure Anwesenheit ist nicht willkommen. Ja, ich merke schon, dass meine Anwesenheit nicht willkommen ist. Boah, ihr wollt ja noch mehr als dieser Tomi. Ne, es waren die. Ach, egal. Gut, dann wollen wir abbrechen. Wird das wohl nichts, denn so viel Geld gebe ich nicht aus für Handelsrechte. Was? Wo kommen auf einmal die 5400 her? Habe ich irgendwas getan? Eigentlich nicht, nee. Gut. Ja. Machen wir hier mal ein kleines Exportschiff. Das sieht nach einem kleinen Exportschiff aus hier. Gut, dann können wir auch die Runde schon wieder beenden. Ja, yeah, ich bin dran. Irgendwas passiert gerade. Ach, okay. Die Tageda machen noch irgendwas mit ihren Flotten. Bevor sie vernichtet werden. Stellen sich noch auf die Handelsroute. Und werden nochmal den Hafen schön blockieren. Alter, unsere Handelsroute bringt richtig viel, ne? Ja, uns beiden auf jeden Fall.
Vor allem, weil ich auch so viel Hochwertiges erkämpft habe. Ich hab'n Vasarhall. Wieso, wer jetzt denn? Die Tageda. Ach, sind jetzt dein Vasall? Yep. Was, haben sie es dir angeboten? Nö, ich hab's denen angeboten. Nein! Wieso krieg ich jetzt keine 5000? Dünn. Ich bekomme 5470 jetzt. Ja, aber irgendwas steht wieder auf unserer Handelsroute. Ja, Hattori. Ja, Nee, irgendwas anderes. Das war schon davor, meine ich. Okay, die Takeda haben nicht mehr viel. Die haben eigentlich gar keine Armee mehr und sitzen auch eher in ihrer kleinen Stadt. Aber das Gute, die haben Izu. Die kriegen aber wenigstens Gold. Sagen wir es mal so, wenn du die Dings voll ausbaust, kriegst du 2400. Naja, sehr zufrieden. Was haben die Satomi denn da? Ja, die Satomi sind nicht schlecht. Ja, die entwickeln sich für dich gerade für ein richtiges Gefahrenpotenzial. Sabotage. Armeesabotage. Finde ich gut, der Widerstand wird sinken. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tralalala. Hat der Geheimagent 0007 jetzt zugeschlagen? Nee, was anderes, Cornelius. Was anderes. Was denn jetzt schon wieder? Leg doch los, was ist denn los? Überhaupt nichts, ne? Die Hattori kannst du dir schnappen. Nö. Du hast nichts, du bist pleite. Also, so war das nicht gemeint. Dann sag doch, was du meinst. Ja, du wirst es sehen, wenn es fertig ist. Ach, du baust gerade eine neue Kriegermenschseinheit aus. Nö. Doch. Ach man, das dauert zu lange. Au. Leute, können wir das schaffen? Warum ist der mal Hafen beschädigt? Alter, kostet das viel. Okay, Leute, dann habe ich ja schon richtig gelegen, was passieren wird. Dann muss ich jetzt... Ja, das muss ich machen. Okay. Ja, Leute, dann gibt's jetzt bei uns auch bald was Schönes. Du machst mich neugierig, sag's mir. Ja, ich mach dich neugierig, ne? Ja. Ich wiederhol's doch mal, was so schön war. Mann, wieso ist dieser scheiß Ninja 40 Jahre alt? Mann, alter Sack. Kann ich? Ey, immer noch minus 2, was sitzt denn da drin? Unehrenhafter Daimyo. Nein, ich bin doch voll ehrenhaft, Leute. Du plünderst und tötest andere Menschen? Machst Krieg gegen zig Leute? Okay, der Ninja kann dahin. Oh, ich hab echt nicht wenig zum Handeln, finde ich gut. Okay, und der Ninja geht da oben hin. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir ein schönes Netz. Ah, stimmt, die Daten verdienen gerade gar nichts. Finde ich lustig. Habe ich soweit alles? Ich bin mir gerade mal nicht sicher. Ich mache einfach mal nächste Runde und freue mich einfach nur einen Ast ab. Oh ja, yeah, ich habe jetzt über 10.000. So. Gleich wird wieder meine Finanzkasse steigen. Peng. Auf Anhieb wieder. Ich schicke gleich die nächsten Schiffe rüber. Oh, der hat schon 5 Sterne, sehr schön. So, ich habe jetzt noch Platz für wie viel? Genau. 4 Schiffe. Also noch einmal kann ich 2 rekrutieren, danach ist Ende mit Handelsschiffen fürs Erste. Oh, was sehe ich denn da? Eine kleine Armee der Takeda. Die haben hier noch ein. Wie heißt der? Der ist Baba. Shigehisa heißt der. Gegen gute den Mann. Gegen den hast du schon Krieg geführt. Hä? Gegen den hast du schon Krieg geführt. Kann sein, ja, aber das ist ein Sterne-General, der oben in Nord-Shinano steht. Dann haben es noch eine kleine Armee hier bei den Satomi rumlaufen. Nur noch eine Runde, meine Freunde, dann haben wir es geschafft. Ihr wisst, was ich meine. So. Hier sind es auch 3 Runden, aber okay, geht auch. Gut. Dann rekrutieren wir mal eine neue Armee, würde ich sagen. Jetzt, wo ich das Geld habe, kann ich es mehr leisten. Ja. Ich verdiene mehr als du und bin kleiner. Aha. Tja, dafür weißt du nicht, was ich habe. Du weißt gar nicht, was ich habe. Ja, du weißt nicht, was ich habe. Ja, du nicht, was ich.
Na also, gleicht sich doch aus. Ja. Und du verdienst nichts an meiner Handelsroute. Nee. Aber ich verdiene gleich was anderes wahrscheinlich. So, dann wollen wir die Runde beenden. Hm. Es ist trotzdem schon, komm, ich werde Krieg gegen diese Atomis führen. Ja, die dehnen sich ja noch weiter aus, habe ich das Gefühl. Da kommen die Hattori nochmal? Nee. Also von den Hattori sehe ich nichts mehr, das ist gut. Naja, die plündern ein bisschen deine Route. Ach nö, im Moment mache ich keinen Minus. Nö, die haben sich gerade auf eine Handelsroute von dir gesetzt. Das habe ich nur gerade gesehen. Ja, aber trotzdem mache ich keinen Minus. Erstaunlich, dass die Kikawa immer noch leben. Ja, aber es sieht irgendwie lustig aus. Also wie der da... Ja, das geht ja ernst zur Sache. Ey, wenn wir uns mal zurückerinnern, 10 Folgen vorher ungefähr waren die Besso noch gar nichts. Ja. Und die Hattori... Ja gut, die Hattori waren da was. Ah, die Tage, da waren da auf jeden Fall auch noch was. Ja, Leute. Ja, sehr schön. Cool, eine neue... Ey, noch mehr Handel. Geil. Jawohl, da sind sie. Ah, nee. Komm. Ja, den nehmen wir. Wir können Generäle gebrauchen. Sehr schön. Ach, das brauche ich doch gar nicht. Jetzt, wieso mache ich jetzt wieder 4000? Nee, Cornelius, was machst du? Ich mach nichts. Das sind die Voku-Kämpfer da, die Voku-Piraten auf unserer Route. Siedlung überwachen. Bei dir da drüben. Die werden wahrscheinlich auch gleich wieder den Hafen blockieren. So, da wird ausgebaut. Genau, hier muss ich jetzt auch ausbauen, das ist wichtig. Genau. So, ihr solltet hier hingehen. Und euch schicken wir mal dahin. Sehr schön. So. Oh, ey, hier, der setzt mich alles in Brand, ey, das Arschloch. Ey, der Ninja von denen ist echt, nervtötend. Nee, nervtötend. Einfach nur nervtötend ist der. Oh, hat sich ganz nach einer Schlacht angehört. Ja, kam auch was zur Schlacht. Ach ja, den kann ich ja jetzt einen Job geben, ne? Ich weiß es nicht. Was will denn der? Ja, nee, eigentlich komm. Verheiraten. Sehr schön. Ach ja, so geht das. Achso, den kann ich jetzt. Ach, die Brüder kann ich gar nicht verheiraten. Okay. Oh, ich bin wieder dran. So, Schiffsbaubericht. Fertig. Aber wenn die Satomi den Tage dann den Krieg erklären, ne, dann unterstütze ich natürlich die Satomi. Weil, wie gesagt, ich möchte keinen Krieg mit den Tage haben. Das wäre. Krieg mit den Satomi, denn das wäre ein bisschen. Schlecht für dich. Schlecht für mich, genau. Ich hab's wieder auf den Punkt gebracht. So, wollen wir unsere Finanzen wieder steigern? Was kommt denn jetzt von da oben? Ach ja, okay. So, hier machen wir schön zu. Du wirst gebaut, super. Festung brauche ich nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Oh ja, sehr schön. So, was wollen wir jetzt hier bauen? Ja, das wäre gut, das sollten wir machen nächste Runde. Möglichst Sperrquadrat. Cool.
Nicht schlecht. Wir machen aber lieber den hier. Der bringt mir mehr. Da ich dann den hier bekomme. Und der ist dann richtig gut. Da bekomme ich ein neues Schiff. Yay. Du gerade von neuen Schiffen reden. Du würdest dich schwarz ärgern, wenn du weißt, was ich tun, was ich gerade tue, ey. Numbern-Handelsschiffe bauen? Nein, das ist es nicht mal. Was, das schwarze Schiff? Das hättest du schon längst mitbekommen. Hä? Hättest du schon längst mitbekommen. Stimmt. Das hat sich bis jetzt nicht mehr bei mir blicken lassen. Du hast irgendeine starke Einheit. Genau, sicher. Was mache ich jetzt? Du hast eine Armee in meinen Rücken geschmuggelt. Genau. So ist es. Ja, ja. So, bauen wir die mal hier alle aus. Wir haben das Geld. Und gleich haben wir nicht mehr das Geld. Nein, wir haben für den letzten haben wir nicht mehr das Geld. Aber egal. Gut, dann wollen wir die Runde beenden. So viel Geld habe ich noch nie in diesem Spiel in einer Runde ausgegeben gerade. Boah. Bei Rome passiert das mal häufiger. Ja, bei Rome gebe ich schon mal die Runde irgendwie eine halbe Million aus hinterher. Kann, ja, also genau. Wenn ich Armeen besteche. Genau. Selbst fürs Bauen gibt man mal dort gerne für zwei Städte über 10.000 aus. Ich habe das Gefühl, dass man bei diesem Spiel nicht mal ansatzweise so viel Geld bekommt. Nee. Das haben sie irgendwie geregelt. Ja. Obwohl man kann es, wenn man mit allen Handel betreibt und dann ein gutes Handelsimperium aufbaut. So aber da muss man schon, wie gesagt, die Shimazu oder Otomo, halt einen Clan, der da unten bei dir sitzt, spielen. Ja, eben. Nein, jetzt. Diese Arschlöcher. Sabotage versucht. Ja, feindlicher Ninja exekutiert. Sehr schön. Endlich läuft das doch. Kunst wird beherrscht. Sehr schön. Nee. Jetzt würde ich gerne hier irgendwo. Ja, komm, Leute, wir gehen da jetzt mal hin. Obwohl, ich mache erstmal das. So, und dann das Schloss. Jawohl, das möchte ich da haben. Habe ich jetzt wieder Handelsrechte mit den Satomi? Kann ich Handelsrechte mit den Satomi holen? Die sind immer noch feindlich mir gegenüber. Warum denn? Weißt du, die ganze Zeit hier beste Handelspartner und so und dann, ne? Und dann sowas. Ja, ja. Ich verstehe dich. Oh, der hat aufgeholt. Nahrungsüberschuss. Warum blinkt das? Das heißt, es ist nicht gut, wenn das blinkt. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich das hier eigentlich mal reparieren. Gut. Eigentlich, aber hier muss ich mit dem. Ah, okay, weil das sonst zu viel wird. Okay. Okay, dann machen wir hier den Terrassenbau. Und dann gibt es jetzt genau das Lager. Das gibt es auch hier. Was kostet also viel? Ja, Leute, machen wir. Muss sein. So, mein Freund, wo bist du denn hin? Nein, Mist. Das dauert zu lange. Na egal. Da sind sie. Da sind sie. Komm ich ran? Ja, ich komme ran. Ran an den Speck. Ran an den Speck. Meins. Oh, das wird lustig. Ja, das wird lustig. Entweder versenke ich es oder, also entweder sterbe ich,
Ich versenke oder ich schaff's doch irgendwie, das zu erobern. Fürs Erobern brauchst du mindestens ein Schiff mit 100 Mann. Das hast du nicht. Mhm. Das schaffen deine Bogenkobolds auch nicht. Die kriegen einen selber und fliehen. Das Schiff hat 13 Kanonen noch im Betrieb. Und du kannst die Kanonen nicht beschädigen. Mhm. Ja, ich versuch's trotzdem. Oh ja, Nebel, sehr schön. Schade, warum nebelt's bei dir mal nur? Warum regnet's nie? Weil ich Glück habe, weil ich die Luckbox bin. Ja, irgendwie schon. Aber sagen wir es mal so, ich sehe gerade selber nichts. Das Schiff hat irgendwie was ein bisschen von Black Pearl. Nachdem ich so zugerichtet habe. Ich sehe gerade mal gar nichts. Warum kann ich die da nicht, Ich bitte dich mit Bogenkobayas? Ich wollte es probieren, ja? Ich habe es nicht mit meinem Numbern-Handelsschiff geschafft. Ja, aber es ist stark angeschwächt und ich habe nichts anderes gerade. Und ich wollte es jetzt mal probieren, ja? Oh, mein Schiff wird schon beschossen. Ja, eben. Kam schon die ersten Salben? Aber er nimmt meine schwache Flanke hin, haha. Oh, mein erstes Schiff liegt schon. So, siehst du? Hat sich schon ergeben sogar. Das gehört dir dann gleich. Ob das nächste wird auch gleich gehen. Eines unserer Schiffe zieht sich zurück. So sind jetzt alle da. Das Brennen bringt dir aber auch nicht viel, weil das Schiff verdammt lange aushält. Du hast Glück, dass ich die Lundenschlösser gut dezimiert habe. Oh, es brennt. Ja, es brennt. Und der wehrt sich nicht, der will es reparieren. Ja, hat er gemacht. Jetzt kommen die Kanonen gleich wieder zum Einsatz. Peng. Es war ein bisschen wagemutig, mit dem General da so nahe lang zu gehen. Boah, ich mach generell gerade was Wagemutiges. Ach ja. Das haben die gleich wieder repariert. Warum kann ich die jetzt nicht kopieren? Ah, geht doch. Erstaunlich, dass es so leicht entflammbar ist bei dir. Bei mir hat es nicht gebrennt. Naja. Gebrannt. Steht in die Moral. Irgendwie sterben auch keine Leute von dem, ne? Nö, die sind alle im Schiff selbst drin. Na super. Du hast nur Glück, dass ich das so extrem stark vorgeschwächt habe. Sonst hättest du jetzt gar keine Chance. Ich hab glaube ich auch. Ich hab dem Schiff 2/3 seiner Stärke genommen. Es wird brennen. Wird kaputt gehen. Ja, wenn's kaputt geht, geht's halt kaputt, ne? Aber die Moral ist geil. Die Moral, ey, das ist unglaublich. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Ja, das wird eher verbrennen, als dass es dann überlebt. Oder flieht. Verdammt. Ja, dann hast du es zerstört. Super. Ist ja auch gut. Dann kriegt es keiner. Das kommt sowieso wieder Neues. Und es kommt auch wieder in meiner Ecke. Hehehe. Jawohl, es hat sich ergeben. Nee, es ist verbrannt. Im Ernst? Du hast es zerstört. Nein. Egal. Yes. Wenn alle vom Boot springen, dann ist es zerstört. Bei mir ist keiner vom Boot gesprungen. Nee, von seinem. Da sind alle runtergesprungen gerade. Verdammt. Nein, ich hab's versenkt. Sag ich doch. Aber ich hab gute Erfahrungen gemacht. Du musst immer alles kaputt machen, ey. Ja und? Ich mach halt alles kaputt. Wie wär's mit Runde beenden? Find ja, ich ganz angenehm. Wollte ich auch gerade. Super. Yeah, Bruder wird erwachsen. Die Wellen beherrschen. Hm.
Besiegt eine beliebige Flotte. Ach, das brauche ich jetzt nicht. Was beherrsche ich denn jetzt gerade? Ach ja. Nee, das ist ja eigentlich totaler Bockmist. Ja, mein Escortschiff ist fertig. Dein Escortschiff? Ja, mein Escortschiff. Für deine Armee? Och nö, nicht eine Armee. Ja, ich trau dir gerade nicht. Ich find's cool, dass ein Numbernschiff so weit reisen kann. Nee, das bringt mir auch nichts. Bring es zurück. Dum-dum-dum. Was? Warum ich auf einmal weniger? Wegen dir, oder was? Oh, du wirst sterben. Glaub mir, du wirst sterben. Schick mir einfach die alle runter. Ja, okay, das ist ein Opfer, was ich vertragen kann. Hm. Ey, ich hab die. Kann Bärsch jetzt die Wellen? Ist ja cool. Mission erfüllt. Mission completed. Ach, du brauchst noch eine Runde? Na toll. Ich muss noch eine Runde warten. Tja. Reichtum begütert, macht mächtig. Hm. Naja, ich habe das schwarze Schiff versenkt. Ich bin zufrieden. Richtig keiner. Ja, du musst alles kaputt machen. Jetzt kommt er wieder. Also hat es ja auch nichts gebracht. So, was mache ich jetzt? Ich habe so viel Geld. Ermöglicht. Okay. Ja, das kann ich hier machen. Das ist sinnvoll. Hm. Das ist zu viel. Ach ja, ach ja. Bin ich schon dran? Geschafft. Oh ja, diese Tage da befreien meine Handelsrouten. Sehr schön. Brave Vasallen. Ach ja, wir können eigentlich jetzt auch den Part schon beenden. Ja? Ja, wir haben es wieder geschafft. Och nö, Mann, Hattori, warum? Alter, ich mach grad 1000 weniger wegen diesem scheiß Hattori, ey. Ich mach fast 3000 weniger. Ah, die sind... Oh, die Satomi greifen ja aber ganz schön hart durch, ey. Die treiben grad voll den Keil dazwischen, zwischen den Hattori. Aber die Hattori könnt ihr jetzt eigentlich voll in die Zange nehmen. Nehme ich an. Kein Problem. Mann, das geht nicht, schade. Rette mal dort die Handelsroute, bitte. Bitte? Rette mal dort bitte die Handelsroute. Ja, mach ich. Dauert aber ein bisschen. Oh, die Hattori verlieren wir ganz schön an Macht. Ich könnte es endlich geschafft haben, oder? Oh ja, nein! Ein Jolalan bietet die Hand seiner Tochter ein. Wird dieser Mann... Minus 1 Moral. Was macht denn der? Ja, das war, glaube ich, mein Sohn. Das geht, das kann man machen. Ja, das machen wir. War, glaube ich, war das? Okay, der war das nicht. Ah, wir gucken mal kurz die Clanverwaltung. Ah, sehr gut, unser Sohn war das, sehr gut. Der Trottel kann das ruhig kriegen. Na, warum kann ich dich denn nicht auswählen? So, jetzt aber. Sehr schön. So. Die Städte hier werden immer größer. Sehr schön. Oh, warum kostet das alles so viel? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe mir selber keine Ahnung.
Und der fucking Ninja fuckelt mir alles ab, ey. Ja, Mann, dieser fucking Ninja, ey, der geht dann so auf den Sack. Hm. Oder? Warum kann ich das denn hier nicht machen? Also hier habe ich... Halt, Leute, wartet. Das muss ich jetzt mal eben... Wollen wir nicht jetzt erstmal den Part beenden? Ich bin so ein Idiot. Ja, will ich nur unterstützen. Ah. Nee, komm. Warte gibt, noch. Wir haben jetzt schon überschritten. Ja, und ich kann ja noch bauen. Ich muss jetzt wieder zwei mehr warten. Dann verdammt, schnell. Das wusste ich nicht. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Was habe ich denn jetzt hier für eine Armee drin? Ja, die ist eigentlich recht stabil. Also recht solide. Hm. Ah ja, ich wollte ja zwei Katana noch reinpacken, genau. Ja, das mache ich dann die nächste Runde. Ja gut, dann können wir hier den Part beenden. Okay, gut. Wir verabschieden uns wieder von euch und sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Jo Leute, ciao, ciao. Tschüss.